Also, können wir jetzt starten? Ja. So, super, die Aufnahme ist nämlich schon längst an. Wenn du schon willst, einfach hochklappen. Die Aufnahme ist schon an! Ups, du machst Begrüßung, du bist Mr. Trade. Da! Hallo, willkommen zu einem neuen Video zusammen mit Let Drago. Hallo, diesmal bin ich hier, der Typ, der steuert. Juhu! Yeah! Immer steht Let Drago, der in der ersten Folge hat, Hat Tim gespielt. Aber ich und den Ton gehört, jetzt hört er alles und du musst jetzt auch die Stimme machen. Na, das mache ich. Bei mir wird es ein bisschen lustiger vielleicht, aber nur vielleicht. Ja, aber auch so ähnlich machen wie ich, ne? Nee, kannst nicht mal. Bei den Personen müsst ihr auch so klingen wie ich. Junge, habe ich dieselbe Stimme wie du oder was? Speichern. Also, was haben wir hier? Ein weiteres Abenteuer steht unserem mächtigen, bebarten Mario bevor. Setzen seine Sprungkünste ein und rette die Prinzessin. Ja, das reicht jetzt auch. Wie komme ich raus? Ah. Mein Lieblings. Super. Stand da doch. Achso, Lukas, könntest du Deutsch reden, bitte? Ich schau dir hier und ja. Ah. Ein Zeitstrudel. Jawohl, dieser Strudel ist ein Portal in der Vergangenheit. In die Vergangenheit. Kein Zweifel, er hat sich wegen der Zeitmaschine aufgetan. Ja. Okay. Hm. Ja, er stürzt gleich rein. Vorsichtig, Jungs. Wenn ich mich nicht irre, führt dieser Zeitstrudel zurück in die Zeit. Ja, durch die Zeit. So. Zurück in ein jüngeres Pilzkönigreich. Die Frage ist nur, wohin? Im Pilzkönigreich. Ja. Das weiß niemand. Die nächste Frage ist, wenn hier jemand reinspringt, käme er wohl jemand zurück? Hä? Nein! Einfach nein! Sollten wir diese Zeitstrudel nutzen, um die Prinzessin zu retten? Ja, das könnten wir machen. Keine schlechte Idee. Ich will jede Wette darauf abschließen, dass dies die beste Möglichkeit wäre, sie zu retten. Master Mario! What the fuck? Ja, tschüss. Master Mario! Die Prinzessin! Wo ist die Prinzessin Peach? Und was war das für ein Dicht? Ich verlange Antworten. Sofort! Oh, tschüss! Hab keinen Bock, diese Beantworten! Ja! Beantworten! Meister Mario! Ich mach die Stimme, okay? Ich muss mich noch entfalten, ja? Der Bildschirm ist der beste. Der ist aus irgendeinem Grund da. Ich hab zwei Bildschirme und ja, so. Warum auch immer. Stimmt der nicht? Wahrscheinlich. Ihr wisst nicht, wovon wir reden, weil das nicht... Das ist ein Koffer! Passen Sie auf das Leder auf, Herr Professor. Kein Grund, so zu schieben. What the fuck? Was bist du denn für ein Hinter? Also, für einer. Oh, Sie müssen Mario sein. ja. Laut dem Professor sollten sich hier auch ein Luigi befinden, aber ich kann niemanden. Ja, wo könnte er jetzt wohl sein? Hm? Was das? Oh, meine Güte, Sie sind Luigi. Ich, tut mir leid, wirklich. Ja, es tut mir leid. Beruhig dich mal, Bruder. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Oh, Scheiße. Dafür darfst du den Rest des Plays, ne? Also die Hälfte des Rest des Plays sprechen, ne? Für diesen Koffer. Fuck! Die hast du dir ausgenommen.
Man nennt mich Steckweg 0820. Verdammte Scheiße. Professor Igitt, nicht Igitt, Igitt, hat mich erfunden. Ich bin sozusagen ein Koffer. Wer hätte das gedacht? Er sieht auch nicht aus wie ein Koffer, ne? Der Professor schickt mich hierher, um ihn zu assistieren. What? Ja, in die Müll. So, zack, in die Tonne. Weg damit. Ja, assistieren ist akkurat. Ich bin mehr als nur ein Behältnis für ihren Besitz. Na, das glaube ich nicht. Ich habe viel komplexe Sensoren. Ja. Du bist ein Koffer! Und speichere Apparaturen zur Datenretenotiodita. Und, ja. What? Was redest du, Alter? Nun, es reicht zu wissen, dass ich über die neueste Technologie verfüge. Heißt gar nichts. Ich bin eine große Hilfe. Für alle. Und für alle Selbstbefriedigungsfans. Alter. Der musste sein. Nein, nicht. Fangen wir doch damit an, dass sie mich einfach mal öffnen. Drücken Sie einfach Start. Einfach mal öffnen. Easy going. Denk nicht pervers! Nee, ich denke an den Morgen ab. Achso, gut. Da, bitte. Bitte merken Sie sich, dass ich mal... Gott. Bitte merken Sie sich, dass ich mit allen Arten von Dingsen und Bumsen, okay, beladen werden kann. Und ja, damit meine ich auch eure Unterwäsche. Oh, Scheiße. Ohne Tick zu erwähnen, dass ich all ihre Items tragen kann. Und BHs auch noch. Die Slips sind auch noch mit dabei. Und davon, ja, das sind eure Stats. Wenn ich nun ihre Aufmerksamkeit auf den... Deutsch. Aufmerksamkeit auf den Topscreen lenken dürfte... So viel Zeit ist seit Beginn ihres Abenteuers vergangen. What? 27 Minuten? Das ist zu viel. Neustart. Das war unlustig, ich weiß. Eine Zeit voller Gefahren und hast du nicht gesehen alles. What the fuck? Warte. So. Hier sehen Sie die Anzahl der Münzen. Wie Sie sehen, sind sie reich. Genau. Also Goldblumen sind das ja, ne? Also. Ja, deswegen. Wenn Sie Ihren Blick hierher sehen Sie da durch den Scheiß auf. Sehen Sie Ihre Statistiken in vereinfachter Formen. Ja, ich rede extra so, habt ihr ein Problem damit? Hängen wir immer so am Haken. So, jetzt weiß ich, was du meinst. Nun, so viel zu. What the fuck? Guck mal da. Nice. Pixelfehler. Nun so viel zu meiner Selbstvorstellung. Mit Freunden. Mit Freunden. Ja. Freunden. Freunde hat er nicht. Klappe. Mit Freuden erwarte ich ja, unsere Zusammenarbeit. Freude. Bitte, Mr. Außer Trade, halt die Fresse. Ey, das hat der Koffer gesagt, nicht ich, ja. Ja. Drücken Sie B, um mein Verschlussmini zu starten. Sein Verschlusszyklus, ja. Bei Menschen heißt das ein bisschen anders. A, Z. Und mich zu verstauen. Und tschüss. Ja. Mann, warum ist das so komisch? Mr. Trade, denken Sie nicht pervers. War das damals so gang und gäbe, dass man so gesprochen hat? Ja, hast du ein Problem? Ah, nee. Ja, hast du ein Problem damit? Ich war gerade in den Koffer drin. Ich habe gerade so mit dem Koffer geredet. Koffer. Ja, super. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Ich will nach Hause! Aber ich will nach Hause. Okay, genug geweint. Ich will speichern. Oh, warte, muss ich auch lesen, oder? Ja. Mario und Luigi sind Prinzessin. Ah, ich warte ein bisschen. Mario und Luigi sind Prinzessin Peach in die Vergangenheit gefolgt. Wie läuft es mit ihren Sprüngen? Sind sie gut aufeinander?
abgestimmt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Lass uns das herausfinden. Mario, boah, halt die Fresse! Wenn es nicht unpassend ist, doch ist gerade unpassend, würde ich Ihnen gerne eigene grundlegende Instruktionen erteilen. Wie Sie wissen, ist die Primäraktion für mobile Lebensformen der Sprung. Klar, gerne. Wenn Sie mir folgen können. Nein. Bei zweckdienlichem Timing sollten Sie beiden in der Lage sein, diese Vorsprünge zu erklimmen. Kleine Demonstration. Er springt hier mit A, dann mit B. Oh mein Gott. Wer hätte es gedacht? Und der Rest, ja, das wissen wir ja. Gut. Mach die Scheiße. Ist doch easy. Ja. Oh, guck mal, wir werden reicher. Oh ja. Ey, jetzt. Warte. Kannst du das nicht einfach offen lassen? Kurzer Cut. Ich habe was gemacht. Etwas gecheatet. Und zwar. Bei dir tue ich wieder umstellen, okay? Ja. Komm schon, Luigi! Danke. Ein Wunderpilz, oh yeah! Stimmt. Mario, Luigi, sehen Sie die Klüfte auf Ihren Pfad? Also, für mich ist das ein ganz normaler Weg, oder? Und du? Immer drüber springt, zack! Wenn man es verkackt, dann landet man ja in der Lava. Ja, na, super. Solche Reihlei-Hindernisse überwinden Sie durch Drucken von oben, unten, links, rechts. Ja? Sie nehmen Anlauf, so aber so richtigen Anlauf, so und springen dann gemeinsam. Das da. Gut. Genau. Durch gleichzeitiges Drücken von A, B und C ist das möglich. Machen Sie es sofort. Okay. König! Yeah! Oh yeah, ich bin König. In diesem Bereich befinden sich rote und grüne Blöcke. Laut meinen Aufzeichnungen wusstet ihr das schon. Genau, roter Objekt reagiert nur, wenn Mario trifft. Oh mein Gott. Und grün, wenn Luigi trifft. Wer hätte das nur gedacht? Da steht ja auch nicht L und M dran. Hey, Herr Koffer, was steht da nochmal für Buchstaben? Lesen. Lernen Sie lesen. Danke. Ich schlage vor, Sie legen mit... Ach, machen Sie Scheiß auf. Machen Sie einfach, okay? Ich habe keinen Bock, es zu erklären. Sie sind mir zu blöd. Okay, mach ich mal. Hey, ich hab mir doch was in der Hose. Ups. Der Koffer hat geredet, ja? Es scheint, als hätten sich uns ein neuer Pfad geöffnet. What the fuck? Um gut aufeinander abgestimmt Sprünge zu verführen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, los geht's. Ja, verführen, ja, genau. Er denkt immer pervers, dieser Mr. Trade, also nicht wundern. What the fuck? Aua! Das tat weh! Das ist doof. Was ist denn hier los? Oh, hallo! Was? Klar. Da würde ich nicht ganz unnötig bin. Das Dorf wird angegriffen! Hallo, bist du noch da?
Dorf, schleimige Lieder. Pilze? Was? Luigi! Los! Na, Opfer! Was? What the fuck? Tschüss! Oh, scheiße! Nein! Der Toad! Der tut mir leid! Ja, wobei, nein, eigentlich nicht. Mann, warum denn nicht? Das Ding ist, passt perfekt, denn wir haben ja bald Weihnachten. Und da oben ist ja Weihnachts-Dingsbums. Weihnachtszeit. Mario, kannst du einmal die Fresse halten? Ich verstehe Ihre Eile, aber wer weiß, was uns noch erwartet? Es wäre klug, sich vor dem Kampf vorzubereiten, bevor wir weiter voranschreiten. So wie eben gerade. Mario, springen Sie auf diesen rundlichen Teil. Mr. Trade, denkt nicht pervers, sonst gibt's Klatsche. Drücken Sie jetzt ab. So, ja gut, dann logisch. Ausgezeichnet, Mario. Sie sind einfach ein Naturtalent. So halten Sie schon, ja, okay. Ich empfehle diese nützlichen... Ich nicht Deutsch kann. Ich empfehle diesen nützlichen Hinweis stets zu beherzigen. Ich kann kein Deutsch, Mann. Ich bin zu dumm zum Lesen. Zu dumm zum Scheißen. Und... BAM! Oh ja, yeah. Oh, 6 Schaden. Luigi, Sie können nichts, aber versuchen Sie zumindest einmal was richtig zu können. Danke, und jetzt viel Spaß. Luigi, du kannst ja doch was. Naja, Analyse der gegnerischen Attacke abgeschlossen. Was? Möchten Sie so laut hören? Nun gut. Ich habe noch eine Analyse durchgeführt, über die ich Sie in Kenntnis setzen möchte. Beim Ausweichen von Angriffen. Was meinst du damit? Unterscheiden sich das Timing von Mario durch die Sprünge in gleichlicher Hinsicht. Achten Sie genau auf das Timing des jeweiligen Sprungs. Zurück zum Abenteuer! Oh yeah! Baby! Das war ein easy win. Oh yeah. Mario. So, wie gesagt, immer drauf springen. So, zack. Ja. So, nochmal. Ja, genau so und nicht anders. Und ja, einfach jetzt. Ja, das sagt ja auch der Koffer. Ja, das ist, der kann nicht mehr ausweichen. Das weicht Mario aus. Okay, und zack, ist er weg. Luigi! Nichts nutzt. Oh. Ha! Luigi, mach's richtig. Geht doch. Level up! Oh yeah, it's me. Pizza, Lasagne, oh yeah. Was nimm ja? Du könntest... Mehr Verteidigung haben. Warte, ich call es, ich bekomme eine 3. Oh. Es kommt nah dran. Ja, es kommt ja eins auch noch. Noch ein Gegner. Ja! Okidoki. Yep. Ich verwechsel immer die Tasten. Hallo? Oh, 5 Schaden, oh, Luigi, du bist ja König geworden. Und Mario ist immer noch ein Opfer. Kann das sein, dass man gar nicht diesen Extrasprung machen kann, wenn man gerade... Ja? Wie heißt es? Wenn der gerade schon kurz vom Tod ist. Also wenn der schon fast tot ist und du dann noch einmal springst, dann kann derjenige, der springt... Doch, kann man. Nicht noch mal, oder? Ja. Wer hätte gedacht? Ha! Siehste? Ein Pilz! Ja stimmt, man kann ja Items bekommen. Aber ein Pilz ist schon ein bisschen wenig, ne? Mr.
steckt weg, wer auch immer. Boom! What the? Sind Sie einsatzbereit, Luigi? Benötigen Sie medizinische Betreuung? Ich rede, verfickte Scheiße. Es scheint, als hätten Sie Schaden erleiden müssen. Luigi kriegt doch nichts an der Reihe! Welch passender Zeitpunkt. Nein, schlechter Zeitpunkt. Lassen Sie mich erklären, wie man Items einsetzt. Das hat er doch extra gemacht, ne? Damit er das erklären kann. Ich weiß, ja. Sie sind sehr erschöpft, aber versuchen Sie, sich zu konzentrieren, Luigi. Wieder mit der Hin und Her wackelt. Bitte drücken Sie Start. Oh ja! Oh, geil. Dies ist der ideale Moment, uns ein wenig über den Einsatz von Items zu unterhalten. Ich hab mir gerade gedacht, Start. Scheiße, was ist Start? Enter. Ja, Enter ist Start! Einen Moment bitte. Zack, zack. Was meinst du? Ach, du meinst die Lebensanzeige? Die KP? Nee, dann die Lupe. Achso, ja, Bug, Pixelfehler. Nee, das liegt wegen dem Emulator. Im Original ist das nicht so. Nein, genau. Zufälligerweise verfüge ich über diese Pilze, die ich vom Professor erhalten habe. Ja, gib mehr davon! Dann wollen wir dies doch mal für diese Erläuterung heranziehen. Bewegen Sie mit das Vergrößerungsdingens hier hin. Das ist eine Lupe! Ja, eine eigene Lupe. Verdammt doch mal. Ich bin auch nur ein Koffer. Was Sie hier sehen, sind die Items. Genau! Die sich zurzeit in Ihrem Besitz befinden. Wenn Sie mir folgen können. Ich möchte, dass Sie die Pilze auswählen und A drücken. Aber natürlich. Der ist schon faul. Voll. Faul. Ja, wählen Sie nun mit Hilfe von oben, unten, links, rechts, dies, das, Ananas, jene Person aus. Die den Pilz erhalten, sollen welche großer Spaß für alle sein. Bitte, ja, natürlich für Luigi. Er hat gerade gesehen, er wollte automatisch von Mario switchen. Ja, das war ich. Genau. Du hast gesagt, das geht nicht. Okay. Ja, wunderbarlich. Damit kommt wieder Sami auf seine Pizza. Und Käse? Das natürlich auch. Stimmt. Drücken Sie bitte B. B, Sie drücken nicht B. Drücken Sie jetzt B! Jetzt sofort, ich will B drücken! Los! Danke. Zurück zum verdammten Abenteuer. Gut, ja. Das war's damit. Das war's mit der Aufnahme. Also, soweit ich mit der Aufnahme beendet habe, tue ich das Spiel löschen. Ne? Wenn ich die Aufnahme beendet habe, tue ich dieses Spiel löschen, ne? Schade. Naja, das war's für diese Folge. Lasst ein Like da oder ein Abo. Bis dann, verpisst euch. Danke, tschüss, ciao.